Ich kenne jetzt mein Ergebnis des Corona-Tests. Und so ruhig wie ich jetzt bin, können Sie das locker erahnen. Negativ. Bis kurz vor dem Lesen des Testergebnisses hatte ich noch gedacht, es ist mir egal. Aber eigentlich war es mir die ganze Zeit nicht egal, weil ich ja schon tagelang darüber nachgedacht habe, wie mir so eine Quarantäne wohl bekommen würde. Und es hat mir wirklich Sorgen gemacht. Und jetzt bin ich froh, dass ich diese Quarantänesorgen los bin. Jetzt kann ich ohne Sorgen morgen wieder in die Schule gehen, einen Test vorlegen, in dem drin steht negativ, und tja, das ist sozusagen eine Eintrittskarte jetzt ins Leben, ne? Also nicht, dass ich nicht die böse Seuche habe, weil das war ja sowieso klar, dass ich die nicht habe. Sie haben ja meinen Zustand über all die Tage gesehen. Aber die Annahme, ich könnte es haben oder ich könnte es weitergeben, bringt einen schon in eine Lage, die sehr, sehr unangenehm ist. Und wo man dann auch wirklich nicht mehr richtig weiß, wie man agieren soll. Man es gut oder schlecht finden soll, worüber man sich freuen soll, worüber man sich ärgern muss. Es ist eine sehr diffuse Lage, die nichts mit dem normalen Leben zu tun hat. Und in dieser Situation sind jetzt eigentlich alle. Also mein wichtigstes Anliegen ist zurzeit, sofort aufzuhören mit all diesen Tests. Es ist Unfug. Wir sollten keine gesunden Leute testen. Sollten die Leute testen, die vorher beim HNO-Arzt waren und wo der HNO-Arzt meint, die sind zu testen. Und es sollten auch auf keinen Fall Leute in der Gegend herumlaufen mit Maske, weil davon werden wir krank. Weil die Maske erinnert uns täglich daran, dass wir krank sein könnten, dass wir andere anstecken könnten. All das ist nicht der Fall. Wir sind alle gesund, außer ein paar wenigen, und die sollen zum Arzt gehen. Und ansonsten werden wir leben. Und die Maske hat nichts damit zu tun.